Hey Nerdy Nerderinis, herzlich willkommen zu der ersten Folge von BGTV. Heute mit einem Ausblick auf alle neuen Marvel-Filme im Jahr 2015. Wir stellen euch eine neue Comic-Reihe aus Deutschland vor und den Event des Monats. Let's go! Eieiei, am 30. April ist es soweit, ein Tag vor den Amerikanern mit den deutschen Kinos Avengers 2 Age of Ultron gezeigt. Wir freuen uns alle schon riesig. Hier ist ein erster Einblick in den Trailer. Das ist das Ende. Das Ende unseres gemeinsamen Weges. Nichts ist für die Ewigkeit. Gut, das wird toll, das wird hell, das wird bunt. Ich werde auf jeden Fall in der ersten Reihe im Kino sitzen. Ach, was in der ersten Reihe, sag ich, bin Schwachsinn. In der letzten Reihe natürlich. XXL-Plätze, zwei Packung Popcorn, 3 Liter Cola und einen tollen Marvel-Film. Und dann kommen wir gleich zum recht zweiten Marvel-Film im Jahr 2015. Liebling, ich habe die Superhelden geschrumpft. Und zwar Ant-Man am 23. Juli 2015 ist der neue Film von Marvel, Ant-Man, endlich in den Kinos. Michael Douglas und Paul Rudd in den Hauptrollen. Wir sind auch gespannt, auch hier ein kleiner Trailer-Einblick für euch. Du bist anders. Lass dir von keinem sagen, du hättest nichts zu bieten, Junge. Eine zweite Chance eröffnet sich einem nicht jeden Tag. Ich schlage vor, du überlegst es dir ganz genau. Das ist deine Chance, deiner Tochter endlich zu beweisen, dass du der Held bist, für den sie dich schon lange hält. Es geht nicht darum, unsere Welt zu retten. Es geht darum, ihre zu retten. Scott, ich brauche dich als Ant-Man. Das lohnt sich das überhaupt? Muss man da ins Kino gehen? Bloß weil es ein weiterer Marvel-Film ist? Ja, dasselbe habt ihr letztes Jahr vor Guardians of the Galaxy wahrscheinlich auch gedacht. Und das war der Knaller im Jahr 2014. Also kann ich euch nur raten, geht ins Kino, schaut euch Ant-Man an. Das wird ein Knallerfilm. Düster, gleichzeitig bunt, wild, geile Kamerafahrten, tolle Kostüme. Also geht ins Kino. Schaut euch Ant-Man an. Am 23. Juli ist es soweit. Das Marvel Cineverse geht weiter. Und jetzt kommen wir zu unserem Comic-Tipp für heute. Und die Toten präsentieren hier in mehreren Bänden schon tolle Zombie-Geschichten in Deutschland, dass man auch in Deutschland überleben kann, gegen Zombies kämpfen. Schaut einfach mal rein. Super gezeichnet von mehreren Künstlern direkt aus Deutschland, präsentiert vom Zwerchfell Verlag. Hier gibt es noch ein paar Strips und die Adresse, wo ihr das bestellen könnt. Ich lege das ganz doll ans Herz. Die Toten, einfach nur super. Es muss nicht nur immer Walking Dead sein, in Robert Kirkman. Es geht auch aus Deutschland. Und zwar ziemlich gut. Und wo wir gerade bei Zombies sind, jetzt unser Event-Tipp. Und zwar vom 27.02. bis zum 1.03. in Düsseldorf findet die Infection statt. Wo ihr eure Stars von Walking Dead treffen könnt, durch Autogramme holen, Fotos machen, Panels verfolgen, es gibt Workshops und eine Aftershow-Party. Also trefft eure Walking Dead Stars live in Düsseldorf am 27.02. bis zum 1.03. in Düsseldorf im Hilton Hotel. Tickets könnt ihr immer noch erwerben unter folgender Adresse, die jetzt hier irgendwo eingeblendet wird. So, das war's mit der ersten kleinen Folge von BGTV. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
bitte postet doch mal in die Comments, was ihr euch so wünscht für Themen oder einfach nur mal negative, positive Kommentare. Man kann immer nur was lernen. Das ist die erste Folge. Ich habe viel Spaß beim Produzieren. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zusehen. Es wird noch viel, viel mehr Inhalte geben, demnächst bei Big TV. Also einfach mal hier den Channel abonnieren, immer mal drauf gucken. Es kommt einmal pro Woche wahrscheinlich jetzt eine neue Sendung bei Big TV. Ich freue mich, dass ihr zugesehen habt. And stay geek.